Dem türkischen Oppositionsparlamentarier, gegen den wegen Verrates ermittelt wird, könnte die Immunität entzogen werden. Der Fall wurde 2 Tage nach einem Exklusivinterview eröffnet, in dem er gegenüber RT behauptete, die Türkei habe dem IS dabei geholfen, an chemische Waffen zu gelangen. Material für chemische Waffen wurde in die Türkei gebracht und dann in Lagern des IS in Syrien zusammengefügt, damals noch bekannt als die irakische Al-Qaida. Wir haben Aufnahmen, die das bestätigen. Die Telefonaufzeichnungen in der Anklageschrift zeigen alle Details, wie die Lieferung passieren sollte, von A bis Z. Alles wurde diskutiert und aufgezeichnet. Und trotz dieser Beweise wurden die Verdächtigen freigelassen. Erdem sagt, die Ermittlung sei Teil einer Schmutzkampagne gegen ihn. Es wird erwartet, dass die Untersuchung wegen Verrats dem türkischen Parlament vorgelegt wird. Dieses hat die Möglichkeit, dem Parlamentarier die Immunität zu entziehen. Dr. Aykan Erdemir, der ein Parlamentarier derselben Oppositionspartei war, denkt, das Parlament werde Erdem den Schutz entziehen. Die Türkei geht unter diesen besonderen Umständen durch eine sehr schwierige Zeit. Der Autoritarismus in der Türkei wird stärker und die AKP könnte einfach ihre parlamentarische Mehrheit nutzen, um den Parlamentarier vor Gericht zu schicken und dort verurteilt zu werden. Ich denke, das ist im Grunde genommen eine Einschüchterung aller kritischen Stimmen. Unterdessen scheinen einige türkische Organisationen bereit zu sein, über legale Aktionen gegen Erdem hinauszugehen. Der Parlamentarier beklagt, er wurde in den sozialen Medien von Mitgliedern der Gruppe Osmanische Vereinigung beleidigt und bedroht. Daniel Buschel sieht sich den Hintergrund der Gruppierung an. Die Todesdrohungen gegen den Whistleblower Eren Erdem kommen angeblich von der großen Jugendgruppe, bekannt als Osmanische Vereinigung. Der Name bezieht sich auf die Jahre des Osmanischen Imperiums, das Südosteuropa, Nordafrika und den Mittleren Osten kontrollierte, ein Gebiet von Budapest bis Mekka und Damaskus. Erdem beschreibt einige der Drohungen der Gruppe. Die paramilitärische Organisation Osmanische Vereinigung gibt meine Adresse auf Twitter weiter und plant, mein Haus zu überfallen. Ich bekomme Todesdrohungen, weil ich patriotisch gegen etwas bin, das auf dem Ansehen meines Landes herumtrampelt. Vor erst 5 Jahren gegründet, hat die Osmanische Vereinigung bereits Millionen Mitglieder. Sie sagt, sie liebe Präsident Erdogan und seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung AKP innig. Und so verkauft sich die Gruppe. Wir hatten das Gefühl, unserem Land mangelt es an Einheit, Toleranz und osmanischen Werten. Und darum gründeten wir die Osmanische Vereinigung, um die islamische und osmanische Kultur wieder auferstehen zu lassen. Die Osmanische Vereinigung behauptet, sie sei unpolitisch. Ihr einziges Ziel sei, die osmanische Kultur zu fördern. Sie habe nichts gegen andere Parteien. Aber diese Parteien stimmen dem nicht unbedingt zu. Die Osmanische Vereinigung wird beschuldigt, rivalisierende Politiker, oppositionelle Medien und die wenigen Journalisten, die es noch immer wagen, das Erdogan-Regime zu kritisieren, anzugreifen und mit dem Tod zu bedrohen. Das Hauptquartier der CHP, die Partei des Whistleblowers, wurde laut Berichten von Angreifern verwüstet, die sich als Osmanische Vereinigung zu erkennen gaben. Noch am selben Tag wurde das Hauptquartier der Daily Hurriyet von Mobs angegriffen. Das wurde angeblich organisiert von der Osmanischen Vereinigung, eine Gruppe, die von Präsident Erdogans AKP gegründet wurde. Eine bewaffnete Aktion gegen Papst Benedikt während seines Türkei-Besuches wurde laut Top News Weekly vom Kopf der Osmanischen Vereinigung, Kadir Kanpolat, geplant. Kanpolats Freund wurde während der Ermittlungen wegen der Tötung eines türkisch-armenischen Reporters verhaftet. 1981 steckten angeblich die mit der Osmanischen Vereinigung in Verbindung stehenden Grauen Wölfe hinter dem Mordversuch auf Benedikts Vorgänger Papst Johannes Paul II. Wie Sie sich vorstellen können, weist die Osmanische Vereinigung alle diese Anschuldigungen zurück. Dr. Aykan Erdemir erklärte RT, dass die Gruppe so schnell mächtig wurde, weil sie aus den engen Beziehungen zur Partei Erdogans Kapital schlug. Es gab sehr enge Verbindungen zwischen der Osmanischen Vereinigung und der AKP. Wir können sehen, dass sie Zugang zu den höchsten Ebenen des türkischen Staates haben. In den vergangenen 2 Wochen gab es jedoch beinahe so etwas wie ein Vorgehen gegen die Osmanische Vereinigung. Wenn die AKP letztlich alle Verbindungen zur Osmanischen Vereinigung kappt, dann können wir noch immer davon ausgehen, dass diese Individuen an Gewaltaktionen gegen Oppositionsmitglieder teilnehmen und gegen anfällige Gemeinden. Meine Vermutung lautet, dass dieses Gangsterverhalten und diese paramilitärischen Aktionen unter einem anderen Deckmantel weitergehen werden.
RT hat eine Anzahl von Menschenrechtsgruppen kontaktiert und um Kommentare bezüglich der Ermittlungen nach Adams' Enthüllungen gebeten. Einige haben wegen der Untersuchungen ihre Sorge ausgedrückt und nannten es einen weiteren Fall, bei dem die grundlegenden Rechte in der Türkei verletzt werden. Adam wird auf Twitter von Unterstützern ermutigt. Einige User nennen ihn einen der Menschen in der Geschichte, die sich gegen die ungerechte Macht erheben. Andere sagen, sie seien dankbar für das, was er getan hat. Und einige gehen so weit, Präsident Erdogan einen Möchtegern-Diktator zu nennen, der eines Tages dafür bezahlen werde. Die Todesdrohungen gegen den Whistleblower Eren Erdem kommen angeblich von der großen Jugendgruppe, bekannt als Osmanische Vereinigung. Der Name bezieht sich auf die Jahre des Osmanischen Imperiums, das Südosteuropa, Nordafrika und den Mittleren Osten kontrollierte, ein Gebiet von Budapest bis Mekka und Damaskus. Erdem beschreibt einige der Drohungen der Gruppe. Die paramilitärische Organisation Osmanische Vereinigung gibt meine Adresse auf Twitter weiter und plant, mein Haus zu überfallen. Ich bekomme Todesdrohungen, weil ich patriotisch gegen etwas bin, das auf dem Ansehen meines Landes herumtrampelt. Vor erst 5 Jahren gegründet, hat die Osmanische Vereinigung bereits Millionen Mitglieder. Sie sagt, sie liebe Präsident Erdogan und seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung AKP innig. Und so verkauft sich die Gruppe. Dem türkischen Oppositionsparlamentarier, gegen den wegen Verrates ermittelt wird, könnte die Immunität entzogen werden. Der Fall wurde 2 Tage nach einem Exklusivinterview eröffnet, in dem er gegenüber RT behauptete, die Türkei habe dem IS dabei geholfen, an chemische Waffen zu gelangen. Material für chemische Waffen wurde in die Türkei gebracht und dann in Lagern des IS in Syrien zusammengefügt, damals noch bekannt als die irakische Al-Qaida. Wir haben Aufnahmen, die das bestätigen. Die Telefonaufzeichnungen in der Anklageschrift zeigen alle Details, wie die Lieferung passieren sollte, von A bis Z. Alles wurde diskutiert und aufgezeichnet. Und trotz dieser Beweise wurden die Verdächtigen freigelassen. Erdem sagt, die Ermittlung sei Teil einer Schmutzkampagne gegen ihn. Es wird erwartet, dass die Untersuchung wegen Verrats dem türkischen Parlament vorgelegt wird. Dieses hat die Möglichkeit, dem Parlamentarier die Immunität zu entziehen. Dr. Aykan Erdemir, der ein Parlamentarier derselben Oppositionspartei war, denkt, das Parlament werde Erdem den Schutz entziehen. Die Türkei geht unter diesen besonderen Umständen durch eine sehr schwierige Zeit. Der Autoritarismus in der Türkei wird stärker und die AKP könnte einfach ihre parlamentarische Mehrheit nutzen, um den Parlamentarier vor Gericht zu schicken und dort verurteilt zu werden. Ich denke, das ist im Grunde genommen eine Einschüchterung aller kritischen Stimmen. Unterdessen scheinen einige türkische Organisationen bereit zu sein, über legale Aktionen gegen Erdem hinauszugehen. Der Parlamentarier Beklagte wurde in den sozialen Medien von Mitgliedern der Gruppe Osmanische Vereinigung beleidigt und bedroht. Daniel Buschel sieht sich den Hintergrund der Gruppe. Wir hatten das Gefühl, unserem Land mangelt es an Einheit, Toleranz und osmanischen Werten. Und darum gründeten wir die Osmanische Vereinigung, um die islamische und osmanische Kultur wieder auferstehen zu lassen. Die Osmanische Vereinigung behauptet, sie sei unpolitisch. Ihr einziges Ziel sei, die osmanische Kultur zu fördern. Sie habe nichts gegen andere Parteien. Aber diese Parteien stimmen dem nicht unbedingt zu. Die Osmanische Vereinigung wird beschuldigt, rivalisierende Politiker, oppositionelle Medien und die wenigen Journalisten, die es noch immer wagen, das Erdogan-Regime zu kritisieren, anzugreifen und mit dem Tod zu bedrohen. Das Hauptquartier der CHP, die Partei des Whistleblowers, wurde laut Berichten von Angreifern verwüstet, die sich als Osmanische Vereinigung zu erkennen gaben. Noch am selben Tag wurde das Hauptquartier der Daily Hurriyet von Mobs angegriffen. Das wurde angeblich organisiert von der Osmanischen Vereinigung, eine Gruppe, die von Präsident Erdogans AKP gegründet wurde. Eine bewaffnete Aktion gegen Papst Benedikt während seines Türkei-Besuches wurde laut Top News Weekly vom Kopf der Osmanischen Vereinigung, Kadir Kanpolat, geplant. Kanpolats Freund wurde während der Ermittlungen wegen der Tötung eines türkisch-armenischen Reporters verhaftet. 1981 steckten angeblich die mit der Osmanischen Vereinigung in Verbindung stehenden Grauen Wölfe hinter dem Mordversuch auf Benedikts Vorgänger Papst Johannes Paul II. Wie Sie sich vorstellen können, weist die Osmanische Vereinigung alle diese Anschuldigungen zurück. Dr. Aykan Erdemir erklärte RT, dass die Gruppe so schnell mächtig wurde, weil sie aus den engen Beziehungen zur Partei Erdogans Kapital schlug. Es gab sehr enge Verbindungen zwischen der Osmanischen Vereinigung und der AKP. Wir können sehen, dass sie Zugang zu den höchsten